Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Heute mit einer Premiere, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube schon. Wir schauen uns was von Spacey an. Viele kennen vielleicht Spacey noch von früher. Da hatten wir uns so irgendwie ein bisschen connected, weil wir beide Reaction-Videos gemacht haben. Mittlerweile Spacey ich finde sogar schon ein relativ erfolgreicher Newcomer, Real Talk. Weil seine Spotify-Streams sind echt gar nicht bad, Alter. Die sind gar nicht bad. Und er kommt auch regelmäßig ins Release-Radar, die Playlist bei Spotify rein. Und macht sein Ding sehr, sehr gut. Ich höre ab und zu mal rein. Auf Instagram schaue ich mir diese Trailer-Sachen an und so. Hab aber nie wirklich krass was inspiziert mit meinen Äuglein und irgendwas reingehört. Hab jetzt aber ihm schon das längeren Mal auch gesagt, ey Bruder, ich mach demnächst mal was zu deinem Stuff. Und es ist aber irgendwie, ich hab's immer aus den Augen verloren. Aber jetzt habe ich ihm in einem Instagram-Livestream von ihm hoch und heilig versprochen, dass ich das machen werde. Und jetzt sind wir hier. Ich freue mich auch rein zusammen bei dem neuen Song Generation Fucked Up. Das Ganze ist im Produkt produziert von That Boy Neko. Was ich immer so krass bei ihm finde, ist, dafür, dass er relativ klein noch ist, hat er einen unglaublich hohen Quality Standard, finde ich. Die Musikvideos sind sehr, sehr, sehr gut gefilmt, auch in 4K dieses hier. Und allgemein, das Rundum-Paket ist sehr, sehr strong, meiner Meinung nach. Ganz kurz, das Ganze ist gedreht worden von... Bro, steht hier gar nicht drin. Okay, steht nicht drin. Doch, Camager Cuts. Camager Cuts, okay. Camager Cuts. Kurz geht raus. Aber gönnt euch diese Quality, Bro. Gönnt euch diese Quality. Ah, No Liar macht die Videos und dann zusammen mit Camager Cuts. Alright, Dog, okay. Props gehen raus an die beiden. Kuss. Okay. Oh, drugged up, okay. Okay. Wir lassen erstmal durchlaufen, sorry, Freunde. Okay, sehr, 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 sehr strong, hä? Also, crazy. Es erinnert mich sehr an den Style von Edo Sire. UFO ein bisschen so. Das ist so das, was mir als erstes in diesen Kopf kommt. Und gerade UFO und auch Edo Sire höre ich in letzter Zeit sehr, sehr krass wieder und sehr aktiv. Deswegen mag ich diesen allgemeinen Vibe gerade sehr, sehr, sehr gerne. Und es ist auch ein krasser Album, finde ich. Damn. Bis jetzt sehr, 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 sehr vibey. Das finde ich auch sehr stark. Weiß nicht, was ich will, doch ich weiß, was ich brauche. Ich weiß, was ich brauche. Weiß nicht, wo ich hin will. Ich weiß, ich werde auch schon lange in den Himmel. Und ich weiß, ich muss hier raus. Nehm das ab. Ganz kurz auf Spacey. Schöner Mann, Digga. Schaut ihn euch an. Schöner Mann. Real Talk. Kurze Haare stehen ihm sehr gut, finde ich. Stehen ihm sehr, kann nicht jeder tragen, aber stehen ihm sehr, sehr gut. Ich bin so wie er. Generation fucked up. Wir wollen zu viel. Haben tausend Laster. Zu viel auf dem Spiel. True. Wenn ich um kein Wasser sehe, ich schon das Ziel. Weiß nicht, ob es klappt. Ja, sind in einem Käfig. Wissen viel. Viel zu viel. Alles scheint nichts wirklich. Damn, ja. Das finde ich ist die beste Stelle, wo das erste Mal reinkommt und sagt Generation fucked up. Und dann. Hol mich hier raus. Damn, was eine schöne Hook, finde ich. Auch vom Soundbild her. Nicht nur von der Melodie oder dem Ohrwurmfaktor, aber auch vom Soundbild an sich einfach nice. Weiß nicht, was ich will, doch ich weiß, was ich brauche. Generation fucked up. Ich bin nicht perfekt, bitte hol mich hier raus. Generation drugged up. Ich will auch ganz kurz nochmal miesen Respekt an ihn aussprechen.
dass er das so durchgezogen hat und dass er von, ich weiß nicht, ob es von heute auf morgen war, ich habe es nur, für mich kam es wie heute auf morgen vor, weil ich es irgendwie so nebenbei mitbekommen habe dann, dass seine Reactions aufgehört haben und er dann Music gedroppt hat. Ich habe da auch am Anfang mal reingehört, war noch nicht so mein Jam, dachte noch so, okay, ob das was wird, keine Ahnung. Aber die Entwicklung ist krass, finde ich. Ich habe halt immer wieder mal reingehört in die Insta-Sachen und ich finde, die Entwicklung ist schon beachtlich und gerade das einfach auch so durchzuziehen, weil am Anfang, es wurden krass gedisliked. Am Anfang waren, so wie ich zumindest gesehen habe, am Anfang waren die Leute echt nicht happy und meinten, ja, Digga, der nächste YouTuber, der irgendwie Musik machen will und hätte es bei den Reactions bleiben sollen oder bla bla bla, solche Sachen. Das hat durchgezogen hat und ich finde Real Talk, wie gesagt, jetzt, es ist ein guter Song, den man sich auch in eine Playlist hauen kann. Wenn man so eine YB Groovy Playlist hat, natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt, keine Ahnung, in die Malle Playlist oder in die Hardcore Deutschrap Haftbefehl Kollegah Playlist reinpacken, aber wenn man auf so einen Style steht, dann kommt das gut in der Playlist, finde ich. Weiß nicht, was ich will, doch ich weiß, was ich brauch. Auch sehr schöner Beat, by the way. Sehr, sehr schöner Beat. Freunde, checkt das Album Social Sadness gerne aus. Das Ding ist in der Beschreibung. Und ey, was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen stolz auf ihn, so, was daraus geworden ist. Ich finde es echt nice. Ich werde das Album mal reinhören. Schreibt mir, falls ihr das Album gehört haben solltet, mal euren Lieblingssong rein. Würde mich mal interessieren, wie viele da schon reingehört haben von euch. Und ey, da würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer, Freunde, ja. Gönnt Spacey ein bisschen Support und Liebe. Und dann sehen wir uns. Habt einen schönen Tag.